Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euer eigenes Thumbnail machen könnt. Als erstes braucht ihr einen Hintergrund. Am besten wäre ein Screenshot von dem Game, für das ihr gerade dieses Thumbnail braucht. Und als allererstes, ihr müsst, wenn ihr die Datei erstellt, müsst ihr eine Größe benutzen von 1280 auf 720, das sind die Maße von YouTube. Als Programm benutze ich hier jetzt gerade GIMP 2. So, als erstes habe ich jetzt hier den Hintergrund reingezogen. Den könnt ihr jetzt so ausrichten, wie ihr gerade Lust habt. So wie es euch halt am besten gefällt. Dann beginnen wir mal mit den Filtern. Da könnt ihr Effekte reinhauen, bis es euch gefällt, wie ihr meint einfach. Als erstes gehen wir auf Weichzeichnen. Grauischer Weichzeichner. So, jetzt haben wir ja hier unser Bild. Oh Gott, wir gehen jetzt hier auf die Standardmaße wieder zurück. Jetzt ist es recht unscharf. Je weiter runter die Zahl geht, desto schärfer wird's. Deswegen würde ich euch, falls ihr den Hintergrund so leicht als Effekt zu unscharf machen möchtet, würde ich euch eine geringe Zahl empfehlen, zum Beispiel 6. Dann sieht es so aus. Das soll ja nur als Hintergrund dienen. So, als nächstes geht ihr auf dieses Farbsymbol. Dann habt ihr jetzt hier die Qual der Wahl mit den Farben. Aber lasst erstmal das Schwarz und das Weiß. Geht dann hier von VG nach Transparent. Und macht hier kreisförmig rein. Und so. So passt es. Falls bei euch dieses Schwarze jetzt auf der linken Seite ist, drückt auf diesen Doppelpfeil, dann ist es auf der anderen Seite. So, um jetzt hier als Schattierung einen schwarzen Rand zu bekommen, geht ihr in die Mitte und zieht nach außen. Je weiter ihr rauszieht, desto schwächer ist es dann. So finde ich jetzt, ist es am besten, wenn es nur leicht ist. Und das will ich euch auch empfehlen, nicht zu nah dran zu bleiben, weil sonst sieht es dann am Ende so aus und ich glaube, das ist nicht immer so das, was ihr wollt. So, als nächstes binden wir noch einen Charakter ein. Dann nehme ich jetzt hier, habe ich extra einen Ordner mit Skins reingemacht von Minecraft. Hier ist natürlich mein Skin auch vorhanden. Den könnt ihr jetzt dann auch von der Größe verändern, so wie ihr es gerade braucht. Also nicht zu groß und nicht zu klein. Und jetzt könnt ihr ihn auch noch so verschieben, dass der an der Stelle ist, wo ihr es gerade halt wollt. Ich stelle den jetzt mal kurz hier in die Ecke. Und dann gehen wir mal zum Textbereich. Da geht ihr hier auf das A. Zieht euch hier ein Textfeld, das könnt ihr jederzeit wieder verändern von der Größe. Nehmt eure Lieblingsschriftart. Ich nehme für Thumbnails hauptsächlich Arial Heavy. Schriftgröße machen wir anfangs mal 100. Schauen wir mal, wie weit es passt. Natürlich kommt jetzt gleich wieder die Meldung. Deswegen mache ich kurz mal auf Pause, bis es klappt. So, ja. Irgendwie hat GIMP als manchmal Probleme, wenn man die Schriftgröße vorher ändert. Ich weiß auch nicht, warum. Okay, man muss auch nachher die Schrift ändern. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso das jetzt gerade so spinnt. Also, als erstes würde ich euch dann halt empfehlen, wenn es ein Let's Play ist, Let's Play reinzumachen und dann in Folge das Spiel. So, schön auf die Rechtschreibung achten. Wenn ihr auf diese Rechtecke, die ringsrum sind, klickt, passt sich die Größe natürlich eurem Schriftfeld an. Jetzt gehen wir gleich mal eine andere Schriftgröße rein. Und dann ändern wir auch gleich mal die Schriftart. So, jetzt haben wir Arial Heavy. Jetzt könnt ihr die Schrift nach Belieben verschieben. Ich mache die jetzt, macht die meistens nach oben. Ihr könnt jetzt auch weitere Effekte noch reinziehen, indem ihr das dann verzerrt und verschiebt und so weiter, so wie ihr es wollt. Ihr müsst euch halt mit dem Programm ein bisschen auseinandersetzen. Ist ein bisschen Spielerei. Aber wenn man es erstmal rausgefunden hat, wie das Ganze funktioniert, ist es gar nicht mal so schwer. Um die Farbe jetzt hier einigermaßen passend zu verändern, geht ihr hier auf Ebenen, Rechtsklick auf das Schriftfeld, Auswahl aus Alpha-Kanal, dann geht ihr wieder auf dieses Symbol mit den für die Farben,
Hier könnt ihr dann wieder die Farben auswählen. Diesmal machen wir dann was anderes von der Farbe. Gehen hier wieder auf Linear und machen hier jetzt mal zwei willkürliche Farben rein. Ich nehme jetzt zwei Grüntöne. Und dann könnt ihr hier VG nach HG machen. Und hier ist dann dieser Regenbogeneffekt. Den benutze ich ja selber für meine Thumbnails. Dann solltet ihr gerade die Linien ziehen, damit die Farben gleichmäßig sind. Wenn ihr schräg zieht, sieht es dann so aus. Deswegen würde ich euch das eher empfehlen, einfach gerade hochzuziehen. Und es passt dann besser. Dann sieht es so aus. Es ist immer so eine Spielerei mit den Farben, dass es euch am Ende gefällt. Merkwürdigerweise ist es jetzt gerade ziemlich hell von den Farben. Machen wir das mal ein bisschen leichter. Okay, das ist auch nicht so ganz das Wahre. Irgendwie gefallen mir die Farben gerade nicht so ganz. Das ist mir so hell. Aber lassen wir das jetzt mal. So, um dem hier jetzt noch mehr Ausdruck zu verleihen, könnt ihr auf Filter gehen. Licht und Schatten. Und dann auf Schlagschatten. Dann kommt hier wieder ein Fenster. Dann klickt ihr einfach auf OK. Hier könnt ihr auch dann rumspielen, wie stark das sein soll. Ich lasse es halt immer so, wie das gerade so ist. Und dann habt ihr jetzt hier so... Ich mache jetzt mal hier den außer auf Alpha-Kanal darüber. Jetzt habt ihr hier so einen Schatten darunter. Sieht, finde ich, immer passender aus, als wenn es ohne ist. Als nächstes solltet ihr eure Nummer, also wenn ihr eine Serie habt, die Nummer immer in einem Extrafeld machen. Finde ich, ist einfach passender. So könnt ihr die Farben auch variieren. Dass es nicht nur so eintönige Farben sind. Hier könnt ihr natürlich, weil es ja weniger Schriftzeichen sind, auch größeres Maß nehmen. So, jetzt haben wir mal... Natürlich ist das jetzt nicht das beste Beispiel, was ich hier jetzt so gerade bringe. Aber das ist ja nur, um euch zu zeigen, wie es ungefähr funktioniert. So, dann geht ihr auch wieder auf dieses Farbzeichen. Hier könnt ihr euch dann wieder eine andere Art von Farbe nehmen. Um jetzt noch einen anderen Effekt noch reinzubringen, nehmen wir jetzt mal so, VG nach Transparent, machen hier wieder Auswahl aus Alpha-Kanal. Hier könnt ihr dann auch so ein bisschen rumspielen. Moment, da habe ich wohl die Farbe falsch etwas blöd gemacht am Anfang, weil dieses Grün passt hierzu nicht. Solltet dann einfach die Schwarz wieder als Standardfarbe nehmen. Ist immer noch ausgewählt. Dann könnt ihr jetzt hier so halbwegs runterfahren. Dann könnt ihr jetzt zum Beispiel jetzt das hier eine andere Farbe nehmen. Und dann hier so die Farben auch noch so mischen. Oder ihr macht es dann wieder hier mit dem hier, VG nach HG. Dann könnt ihr dann direkt das so mischen. Aber das finde ich, hat dann wiederum dann einen anderen Effekt. Deswegen belasse ich das jetzt auch gleich mal so. Ja, lieber sicherheitshalber nochmal auswählen. Dann könnt ihr hier gerade wieder auf Schlagschatten wiederholen. Dann bekommt es auch gleich wieder diesen Effekt. So, das wären eigentlich die Grundlagen im Bereich vom Thumbnail erstellen. Ihr könnt es natürlich um einiges besser machen, als ich jetzt hier dieses Beispiel gemacht habe. Das kann jeder variieren. Ihr könnt auch all mögliche Hintergründe nehmen. Das war jetzt einfach nur als Beispiel. Und ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Also, das war's dann mit diesem Tutorial. Bis dann.